Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen. Ja, nach der ersten Adventswoche bzw. am zweiten Adventswochenende. Ja, bei mir ist noch Freitagabend und ich drehe das Video jetzt sozusagen vor, denn ich habe leider am Samstag keine Zeit, leider nicht wie geplant, dass ich auf dem Booktuber-Treffen sein werde, sondern mir ist leider kurzfristig was dazwischen gekommen und so werde ich dann wahrscheinlich auch am Sonntag nicht groß zum Drehen kommen, beziehungsweise wird sich da am Leseverhalten nicht viel verändern und da dachte ich, kann ich auch heute ja nach der Arbeit zum Feierabend das Video für die Bücherwoche schon hochladen. Ja, ich habe diese Woche drei Bücher geschafft. Es begann, ja, ich denke, wir fangen direkt an, weihnachtlich mit Weihnachtswünsche und andere Katastrophen von Michelle Schrenk. Das ist ihr neues weihnachtliches, winterliches Buch und ich habe es direkt letztes Wochenende sozusagen verschlungen und möchte euch dazu ein bisschen was erzählen. Danach ging es weihnachtlich weiter mit Dein Leuchten von Jay Asher, einem Autor, von dem ich bereits zwei Bücher gelesen habe und mich sehr auf die winterliche, weihnachtliche Stimmung gefreut habe. Und als drittes, ja, dann etwas ganz anders sozusagen, habe ich von Pagetoon den zweiten Teil der Jessie Jefferson-Reihe gelesen. Das wilde Leben ist da sozusagen der Unterübertitel von Jessie Jefferson, die ja die Tochter von Johnny Jefferson ist, meine Güte, von dem wir ja in den Erwachsenenromanen was erfahren haben. Und ja, das habe ich vorhin ganz aktuell in der Mittagspause beendet und darüber kann ich dann natürlich auch ein bisschen was berichten. Zudem habe ich mit einer Serie angefangen, dazu später mehr. Dann werde ich ein bisschen was erzählen zu unserer Red Rising Lesegruppe, die am 6. startet. Dann gibt es auch schon das Entscheidungsbuch für den Leseclub, was dann, ich glaube, am 16. loslegt. Und ich möchte auch kurz noch ein bisschen was zum Booktuber Adventskalender erzählen. Aber ich denke, wir starten mit den Büchern und wir beginnen mit Weihnachtswünsche und anderen Katastrophen. Ja, das ist am 24.11. im Kanim Verlag erschienen und wurde herausgegeben, geschrieben von der lieben Michelle Schrenk, von der ich ja, ich glaube, so ziemlich alles mittlerweile gelesen habe und ich immer wieder es ganz bezaubernd finde, wie sie Emotionen einfängt und diese rüberbringt, ohne zu kitschig zu werden, was ja mir immer sehr wichtig ist. Das E-Book kostet aktuell zum Aktionspreis 99 Cent und es hat circa 110 Seiten, zumindest auf dem E-Book-Reader, was wahrscheinlich in gedruckter Form ein bisschen mehr wäre, aber ja, das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Ja, wir lernen die Autorin Marie kennen, die ihren Ex-Freund an das Christkind verloren hat. Und mit Christkind ist im Grunde die Figur des Christkinds zum Weihnachtsmarkt in Nürnberg gemeint. Und sie hat auch so die Schnauze voll vom Leben und von Weihnachten und von der Liebe und von Freundschaften. Und wir treffen sie ja auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Christkindlmarkt in Nürnberg zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes, was wirklich immer wunderschön ist. Das letzte Mal habe ich es, glaube ich, vor 2 Jahren gesehen oder vor 2 Jahren war ich dort. Und das ist wirklich, da sind so viele Menschen und es war toll, in diese Menschen Menge wieder hineinzugehen, ohne dass man tatsächlich vor Ort ist. Macht das irgendwie Sinn? Das hat Michelle Schrenk wirklich ganz, ganz toll aufgefangen, wenn man eben Nürnberg kennt und die Umgebung kennt und so manches sich einfach da drin einfach bildhaft wiederholt, finde ich großartig. Und ja, das hat auch hier diesen Flair für die Weihnachtsstimmung natürlich sehr gut getan. Ja, aber Marie hat keine Lust auf Weihnachten, ist so ein richtiger Weihnachtscringe und wird dann von einem Mr. Klaus eingeladen, seine Biografie im Grunde zu schreiben und wird da in ein Weihnachtsdorf eingeladen, das komplett auf Weihnachten eingestellt ist und sie da eigentlich noch weniger Lust hat und sich erstmal ein paar Tage einsperrt und sich dann auch die Interviewtermine mit Mr. Klaus irgendwie ständig verschieben und sie trifft dann auf einen Lebkuchenmann, den sie bereits in Nürnberg getroffen hat und
der Weihnachtstraum sozusagen steht dann vor ihr und das ist der Nikolaus, nein, der Lebkuchenmann Niklas. Und ja, es wird natürlich ein bisschen romantisch, ein bisschen kitschig, ein bisschen weihnachtswunderlich und Michel Schrenk hat es großartig gemacht. Ich hatte ein wunderbar warmes und weihnachtliches Gefühl beim Lesen der Geschichte, auch wenn mir Marie tatsächlich ziemlich auf den Keks ging mit ihrer ständig nörgelnden, meckernden Art, aber natürlich war es sehr überspitzt dargestellt, um natürlich dann auch den Wandel sozusagen von ihr so ein bisschen aufzuzeigen und dass eben Weihnachten doch nicht so schlecht ist. Müssen natürlich die anderen überfreundlich und über Weihnachten sein. Und sie war halt wirklich so der Weihnachtsgrinch und man kann auch verstehen, dass sie schlechte Laune hat. Und ich fand dieses Zusammenspiel, so dieses kitschigen, klassischen Wunders, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und ja, es ist natürlich vorhersehbar, was da vielleicht am Ende irgendwie passieren könnte. Aber es war überraschend geschrieben, modern, spritzig. Es gab tolle Dialoge und es gab auch eine tolle Entwicklung innerhalb der Geschichte. Und es gab dann auch nochmal so eine Wendung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, die ich so toll fand und so schön eingebaut fand, die mir echten Spaß gebracht hat. Und es waren 110 Seiten, die im Nu verflogen waren, die man wirklich inhaliert hat, die man mit Spaß gelesen hat. Und ich habe mir auch zwei schöne Zitate herausgeschrieben. Es heißt hier, in den Nächten, in denen der Weihnachtsstern am Himmel leuchtet und seinen Winterzauber versprüht, kommen wir unseren Wünschen und den kleinen Wundern etwas näher. Er zeigt uns den richtigen Weg. So sagt man, fand ich wunderschön. Und wissen Sie, manchmal ist so ein Wunder näher, als man glaubt und das große Glück nicht mehr als einen Wunsch entfernt. Aber man steht sich oft selbst im Weg und muss manchmal sein eigenes kleines Wunder machen. Und das fand ich so, so schön, weil ich dachte, das ist so viel Wahrheit in diesen Sätzen, dass man eben einfach selbst sein Leben bestimmen kann und selbst sein Wunder herbeirufen kann und dass eben im Kleinen, im Verborgenen oftmals eben auch schon was Großes, Tolles liegt. Und ich fand es wirklich eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte und wer jetzt einfach auf seinem E-Book-Reader etwas Weihnachtliches lesen möchte, ist bei Michel Schrenk auf jeden Fall richtig und ich wünsche jedem viel, viel Spaß mit dieser ganz, ganz tollen Weihnachts- und Wintergeschichte. Ja, winterlich ging es wie gesagt weiter mit Dein Leuchten. Das neue Buch von Jay Asher ist erschienen am 31. Oktober im CPD Verlag, wurde mir auch dankenswerterweise von diesem zur Verfügung gestellt und kostet broschiert 14,99 und als E-Book 9,99 und hat ca. 320 Seiten. Ich kenne Jay Asher bereits aus Wir beide irgendwann und Tote Mädchen lügen nicht, zwei Genres, die sehr unterschiedlich sind. Während Tote Mädchen lügen nicht ja eher so ein Jugendthriller war, war Wir beide irgendwann ja so ein bisschen, Science Fiction war es nicht, aber eben so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Und ich war sehr gespannt, was es mit Dein Leuchten auf sich hat. Ich hatte mir auch den Klappentext gar nicht groß durchgelesen, weil es mir hier einfach um den Autor ging, der mich mit zwei Büchern begeistert hat und ich eben sein drittes Werk lesen wollte. Ich habe nur so mitbekommen, ja, es ist eben schon ein bisschen romantisch und es ist weihnachtlich und winterlich und das ist es auch. Denn wir begleiten Sierra, die mit ihren Eltern eine Weihnachtsbaumfarm hat. Beziehungsweise eigentlich ist es ja natürlich eine Nadelbaumfarm, aber das sind ja dann letzten Endes ganz oft Weihnachtsbäume, in Oregon lebt und zu Thanksgiving fangen sie immer das Herumreisen Richtung Kalifornien an, denn dort haben sie einen Stellplatz, wo sie eben die Weihnachtsbäume verkaufen und das schon, glaube ich, in dritter Generation. Und sie reist dann eben ab Ende November, wann Thanksgiving ist, bis kurz nach Weihnachten, ja, Richtung Kalifornien, weit weg von Oregon. Sie verlässt ihre Freunde, lässt diese zu diesen Zeiten immer alleine und trifft dann dort aber natürlich auf ihre beste Freundin. Und der Abschied fällt ihr immer sehr schwer und dieses Jahr ist eh alles so ein bisschen anders, weil vielleicht ist es auch das letzte Mal, dass sie sich auf Reisen begeben und weil das mit dem Weihnachtsbaumgeschäft nicht ganz so rosig läuft und ja, da gibt es so ein paar Unklarheiten und Sierra möchte dieses Mal eben alles ein bisschen mehr genießen, etwas Schönes, Besonderes daraus machen und das versucht sie eben dann in Kalifornien und natürlich trifft sie da auf den ein oder anderen Jungen, beziehungsweise dann auch auf den einen Jungen, der noch ein Geheimnis umgibt, das es da zu lösen gilt und wie sich dann beide irgendwie, ja, vielleicht näher kommen mit dem Abschiedsschmerz, aber doch im Hintergrund leben können, das müssen wir dann im Grunde natürlich herausfinden. Ich muss gestehen, ich hatte einen sehr holprigen Start. Ich wusste anfangs nicht so recht, mit den kurzen Sätzen was anzufangen. Ich fand das sehr
schnell und prägnant und irgendwie war ich manchmal so davor gesessen, hä, und das war's jetzt schon. Ich bin damit am Anfang tatsächlich ein bisschen nicht so glücklich gewesen, so sagen wir mal die ersten 30 Seiten, das müssten so 10% des Buches gewesen sein, wo ich so immer dachte, ja, Jay Asher hat schon einen sehr eigenen Stil, das wusste ich aus den beiden anderen Büchern, aber es hat mich am Anfang tatsächlich ein bisschen gestört. Als mich das aber dann nicht mehr gestört hat und ich mich dran gewöhnt habe, war es ein wunderschönes Buch. Ich mochte Sierra unglaublich gerne. Ich fand ihre Gedanken toll, wie sie Gefühle rübergebracht hat, fand ich unglaublich schön. Auch was sie gedacht hat und auch den Zusammenschluss mit der Familie, mit den Freunden, mit dem Jungen, den wir kennenlernen. Das war alles nicht überspitzt, es war nicht kitschig, es war wunderbar realitätsnah und dennoch so schön weihnachtlich und winterlich und jugendlich und man hat gemerkt, da sprühen die Funken, wie es eben fast eigentlich nur in diesem Alter sein kann. Und es hat mir Spaß gemacht, Sierra im Grunde in dieser Geschichte zu verfolgen. Ich mochte das ganze Setting, ich mochte diese Idee mit diesen Weihnachtsbäumen, die in Kalifornien verkauft werden, die eben andere Menschen zum Leuchten bringen. Und auch wenn das Cover unglaublich kitschig aussieht, war es die Geschichte eigentlich gar nicht so extrem. Ich hatte tatsächlich schon fast ein Schlimmeres erwartet und ich fand, es hatte das richtige Maß an weihnachtlichem, winterlichem Gefühl und man konnte so ein bisschen ja, sich hineinfühlen und mitgehen und man konnte selbst eben einfach so davor sitzen und man hat halt diese Wärme einfach gespürt und das ist mir bei Weihnachtsbüchern einfach sehr, sehr wichtig, dass da Gefühle transportiert werden, dass ich mich angekommen fühle, dass ich merke, da möchte man Emotionen erzeugen und die dann auch bei mir einfach ankommt und das hat Jay Asher auf jeden Fall auch mit kurzen, gewöhnungsbedürftigen Sätzen geschafft, die man wirklich so nach 30 Seiten absolut vergisst und ich wirklich ein wunderbar warmes Gefühl hatte. Was mich tatsächlich dann so gegen Ende ein bisschen gestört hat, war dieses sagenumwobene Geheimnis um den Jungen, den Sierra dann kennenlernt, dass ich das eigentlich so aufgeblasen fand und dachte, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich fand es total unnötig, dass wir hier ein Rätsel lösen sollten, hinter das wir wahrscheinlich nie gekommen wären und was auch irgendwie nicht so richtig der Geschichte beiträgt und ja, es gilt da eben ein Geheimnis zu lösen, aber ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen unnötig und fand es dann auch gar nicht so geheimnisvoll und dachte mir, und darum haben wir jetzt eigentlich ein Dreiviertelbuch irgendwie eine Geschichte gesponnen. Ich fand es tatsächlich schade, weil es mir die Geschichte ein Teil von dieser winterlich-weihnachtlichkeit, von diesem etwas kitschigen, romantischen genommen hat, weil ich da eben ein Geheimnis auflösen sollte und ich das tatsächlich unnötig fand. Und ja, das wären so meine Kritikpunkte an dem Buch. Es ist aber ein wirklich wunderschönes, winterliches, weihnachtliches Jugendbuch mit einer richtigen tollen Portion Romantik und auch dem nötigen Kitsch und aber eben nicht zu viel. Das ist, wie gesagt, mir wirklich tatsächlich wichtig. Und auch einer Protagonistin, der man gerne folgt, deren Gedanken man gerne liest und mit der man eben einfach gerne mitgeht und sich mitreißen lässt und sich eben an ihren Gedanken, an ihren Erlebnissen dann erfreut und den Abschiedsschmerz, entschuldigt die Katze, den Abschiedsschmerz dann auf jeden Fall so ein bisschen ertragbarer macht. Ja, von weihnachtlich, winterlich geht es nun in eine ganz andere Richtung und zwar das wilde Leben der Jessie Jefferson von Page Toon ist ganz aktuell, erscheint es am 5. Dezember im HarperCollins Jahr Verlag, beziehungsweise es ist schon erschienen, ich habe es auch im Laden schon stehen sehen, aber offiziell ist es der 5.12. und auf Amazon ist es auch schon auf Lager, dementsprechend kann man es im Grunde bestellen. Das Taschenbuch kostet 15 Euro, so wie ich es in den Händen habe, wobei es ja mehr oder weniger eine broschierte Ausgabe ist, weil halt hier ein bisschen was broschiert ist, aber jetzt nichts Überragendes. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von broschierten Ausgaben, aber okay. Und als E-Book kostet es 13 Euro und es hat 304 Seiten und war das erste Buch im Dezember, das ich am 1. begonnen habe, beziehungsweise schon am 30. November abends und heute dann in der Mittagspause auch beendet hat. Die Jessie Jefferson-Reihe begann mit Das verrückte Leben der Jessie Jefferson und es wird auch voraussichtlich als dritten und letzten Teil noch Das unglaubliche Leben der Jessie Jefferson geben. Mit Jessie Jefferson, das ist ein furchtbarer Name, mit Jessie
hat Page Toon eine Jugendbuchreihe gestartet. Wir kennen Page Toon eher aus der typischen Frauenliteratur, aus diesen romantischen, lustigen, nicht direkt Chicklit-Roman, sondern schon ein bisschen ernsthafter, aus dem Leben gegriffener. Und ich mochte gerade die zwei Bücher um Johnny Jefferson sehr, sehr gerne. Das war ja einmal rund ums, nein, es war Du bist mein Stern und diesmal für immer. Und ja, Johnny ist eben ein Superstar, der in L.A. wohnt und der eine neue Assistentin bekommt, die Mac heißt, und ihr Leben und ihr aufregendes Leben als Assistentin des wohl größten Rockstars unserer Zeit begleiten wir eben in den Erwachsenenbüchern. Und ja, in der Jugendbuchreihe geht es um Jessie, das ist eben die Tochter von Johnny. Ihre Mutter hat ihr das im Grunde ein Leben lang verheimlicht, doch sie stirbt dann bei einem Autounfall und ihr Stiefvater Stu erzählt dann eben Jessie, wer ihr wahrer Vater ist. Und im ersten Teil trifft sie eben auf ihren Vater und auf die Familie und auf das Glitzer-Glamour-Leben in L.A. Und um jetzt nicht groß zu spoilern, kann ich natürlich nicht sagen, wo das zweite Buch ansetzt. Man sieht nur schon, es ist dann das wilde Leben der Jessie Jefferson und das ist eben, wie man im Cover schon unschwer erkennen kann, auf jeden Fall weiterhin um das Glitzer-Glamour-Leben der Jeffersons geht. Und mehr möchte ich aber zur Geschichte gar nicht verraten, weil ich würde so viel vom ersten spoilern und braucht man den ersten nicht mehr lesen dementsprechend. Es geht hier im Grunde ziemlich nahtlos an den ersten Teil weiter. Es wurden ein paar Erinnerungsfetzen uns wiedergegeben, um uns in die Geschichte hineinzubringen, was ich großartig fand von Page Toon. Sie hat das wunderbar gekoppelt, wunderbar rübergebracht. Und ich mag an dieser Reihe einfach, dass es spritzig ist, es ist modern, es hat tolle Dialoge, es ist jung und pfiffig und frech. Und wir haben hier Jessie, die eigentlich ein sehr kluges Mädchen ist, die wunderbare Gedanken hat, die mir unglaublich viel Spaß bringt, weil sie eigentlich so auf dem Boden geblieben ist und auch die Gefühle, die sie ihrem echten Vater gegenüberbringt und ihren Stiefvater und ihren Freunden und dann eben auch L.A. und der Familie von Johnny. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich finde, es ist ein großartiges Mädel, die leider im zweiten Teil ein bisschen dazu geneigt hat, naiv zu werden und auch sich ein bisschen dümmlich verkauft hat, wie ich fand. Das war sie im ersten Teil nicht. Das hat mich im zweiten so ein bisschen gestört, wo ich dachte, Mädel, schalt doch dein Hirn ein, wo ist es denn auf einmal? Das hat mich tatsächlich mal so ein bisschen zum leichten Aufregen gebracht, aber nur zum ganz leichten Aufregen. Es ist wirklich eine tolle Reihe. Ich mag die Reihe, auch wenn ich nicht die Zielgruppe des Buches bin. Ich mag einfach dieses Glitzer-Glamour-Leben um Johnny und dass wir da einfach nochmal in diese Welt eintauchen und wir hier eben einfach so ein junges Glamour-Mädchen bekommen oder zumindest, dass sie ja dann auf einmal ist, weil sie die Tochter von Rockstar Johnny ist. Und mich hat halt die Reihe von Page Toon damals immer sehr an Robbie Williams erinnert. Das war so ein bisschen der amerikanische Robbie Williams. Robbie ist ja selbst Engländer und ich glaube Page Toon, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich auch, oder? Sie war die Tochter eines Rennfahrers, so war das. Genau, aber sie ist Engländerin. Und ich fand das immer, diese Parallelen, die da aufgetreten sind, war immer sehr Robbie Williams-lastig. Und auch der zweite Teil hat mich dann tatsächlich an das weitere Leben von Robbie erinnert. Und wer wäre nicht gerne die Tochter von Robbie Williams? Ja, er ist natürlich ein Hauch zu jung, um mein Vater theoretisch zu sein. Da liegen ja nur 9 Jahre dazwischen, jetzt geht auch noch das Handy an. Und diese Parallelen haben mir einfach immer unglaublich gut gefallen und auch hier drin einfach so diese Vorstellung, dass da draußen irgendwo ein Mädel rumläuft, das gerade erfährt, dass ihr leiblicher Vater ein Rockstar ist. So unrealistisch ist das wahrscheinlich gar nicht. Und ich mochte das einfach. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es Freude gebracht, mich hat es unterhalten, mich hat es zum Lachen gebracht. Und ich mag einfach Jessie Jefferson und ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Man muss sich jetzt natürlich noch bis Mai, glaube ich, gedulden, aber ich finde, das ist ein guter zeitlicher Rahmen, wenn dann innerhalb eines Jahres 3 Bücher herauskommen, ist das absolut in Ordnung für eine Reihe. Und ich glaube, im Englischen gibt es das dritte Buch sogar schon, also wer es gar nicht abwarten könnte, kann dann zugreifen. Ich mag auch die deutschen Cover, ich mochte das erste Jahr, das war eher lila. Das hier ist jetzt so pink-gelb und ich glaube, der dritte geht dann in eine blaue Richtung. Ich weiß gar nicht, ob der erste Band hier irgendwo... Nein, er ist natürlich nicht abgebildet. Warum auch? In der broschierten Ausgabe bietet sich das ja gar nicht an. Ja, auf jeden Fall auch die Cover finde ich sehr gelungen und dass sie eben, ja, so... Sie wirken wirklich modern und ich finde, das ist wirklich ganz, ganz großartig gemacht und zeigt eben auch, dass der Inhalt spritzig, jung und modern ist und mir auf jeden Fall viel, viel Freude bereitet hat. Ja, das waren die 3 Bücher der Woche und es wäre vielleicht sogar noch ein halbes Buch mehr geworden, wenn, ja, wie soll ich sagen, Das Meer ruft mich heim. Nein, das ist natürlich der falsche Film, aber ja, Westeros hat mich nach Hause gerufen.
Ja, schon so 2-3 Wochen habe ich Sehnsucht nach Game of Thrones, nach das Lied von Eis und Feuer. Und ich habe erst geliebäugelt und dachte mir, liest du noch schnell den 5. Band weg in diesem Jahr? Dann hätte ich sie alle in diesem Jahr gelesen. Das schaffe ich zeitlich aber einfach nicht, weil ein anderer Wälzer hier liegt, der gelesen werden möchte. Und dann dachte ich, fängst du einfach mit der Serie an. Ich hatte noch so 2-3 andere Serien in Überlegung. Mich hat es aber dann nicht hingezogen. Und ich dachte, wieso streite ich eigentlich mit mir selbst? Du schaust dir jetzt einfach Game of Thrones an, denn ich habe mir zu Weihnachten die 6. Staffel gewünscht und mit großer Voraussicht wird mir das Christkind auch die 6. Staffel bringen und ich muss ja vorbereitet sein. Also ich kann nicht unwissend in die 6. Staffel starten. Das geht natürlich nicht und ich gucke jetzt sozusagen zum 3. Mal Staffel 1 bis 5 und es wird dann das 2. Mal die 6. Staffel sein. Und es ist total merkwürdig, dass einem immer noch Dinge auffallen. Man denkt sich, war das das letzte Mal auch so? Ich habe da auf einmal Charaktere wahrgenommen, wo ich dachte, echt, waren die schon immer auch da? Und es gab wieder so Bezugspunkte, wo man sich so denkt, bedeuten die vielleicht doch was? Und unter den Dingen, die man jetzt schon weiß. Und man rätselt direkt wieder mit, man ist direkt wieder dabei. Und die Atmosphäre in der Staffel 1 ist halt auch großartig, wie ich finde. Und es passiert so viel und es ist so detailliert gezeigt. Und ich glaube tatsächlich, dass die erste Staffel wirklich noch am nächsten an diesem Buchfeeling dran ist, gefolgt wahrscheinlich von der 2. Und ich werde die jetzt nacheinander ein bisschen weggucken. Ich freue mich sehr drauf und das Lesebudget sozusagen wird natürlich ein bisschen drunter leiden, aber ich freue mich wirklich. Ich freue mich auf die Serie und ja, es ist einfach großartig. Und wer sich vorhin gefragt hat, woher der Satz kommt, das Meer ruft uns heim, es war natürlich der Herr der Ringe, ziemlich am Ende, ohne jetzt zu spoilern, wer das zu wem sagt. Ja, auch das ruft mich tatsächlich und ich glaube, es wird auch noch vor Weihnachten geguckt. Meine Güte, die Weihnachtszeit ist einfach zu kurz. Geht's euch auch so? Man möchte so viel zu Weihnachten gucken, anschauen und ja, aber irgendwie, wie es manchmal so ist, ne? Ja, dann geht es weiter mit einem Buch, das wir in Gemeinschaft lesen werden. Und zwar ab Nikolaus, ab nächsten Dienstag, ab dem 6.12. starten wir in einer Facebook-Lesegruppe Red Rising. Ich packe die Gruppe mal unten in die Infobox. Wer Lust hat, das Buch vielleicht auf dem Sub hat oder sich spontan am Montag oder Dienstag noch zulegt. Wie ihr seht, das Buch ist schon eingeteilt, die Arbeit ist sozusagen schon getan. Wir haben uns, glaube ich, auf 10 Tage grob geeinigt, glaube ich, waren es auf 10 Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10 Abschnitte, das heißt so zwischen 50 und 60 Seiten. Man muss aber dazu tatsächlich sagen, dass das eine sehr große Schrift ist, wie ich finde. Das hat man auch schon festgestellt. Ich glaube, 32 Zeilen war irgendwie die Rede. Und ich glaube, also ich habe mich tatsächlich gewundert, wie wenig es dann eigentlich für einen Tag war. Also, dass das so ein Tagesabschnitt ist. Ja, das kommt halt nur mir so vor. Es mag schon sein, dass das für Leute tatsächlich viel ist, will ich gar nicht abstreiten. Aber mir kam das durch dem, dass die Seiten auch so groß geschrieben sind, also die Texte. Ja, angefixt wurden wir alle von Phil, der da wirklich unglaublich geschwärmt hat und auch die liebe Paddy, die ja auch den 3. Teil verschlungen hat, nachdem ihn ihr Mann verschlungen hat. Und wir starten jetzt mit Red Rising im Dezember und ich glaube, wenn uns der erste Teil gefällt, dann wird im Februar wahrscheinlich direkt weitergelesen und der 2. und 3. Band sich zugelegt. Und ich freue mich auf die Geschichte. Es ist ja eine Art Dystopie, wobei es ja eigentlich irgendwie in eine Science-Fiction-Richtung geht. Und hier heißt es, in einer Welt, die dich belügt, musst du selbst zum Lügner werden. Und das heißt, hier in der New York Times Bestseller für alle Fans von Der Marsianer und Die Tribute von Panem. Und da ich beides grandiose Bücher finde, freue ich mich sehr auf die brutale und dunkle Welt von Darrow. Und es geht hier, wir sind auf dem Mars und man will ein Leben auf der Oberfläche möglich machen, doch dann wird Darrows große Liebe getötet und er erfährt ein schreckliches Geheimnis, denn der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadenten Luxus. Und Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Und er will einer von ihnen werden, um sie dann vernichtend zu schlagen. Ja, und der 3. Teil ist eben auch schon raus. Dementsprechend, wenn uns das Buch packt und gefällt, steht dem nichts im Wege, einfach das so in 2-3 Schüben sozusagen durchzulesen. Wer noch Lust hat, am 6.12. geht es los.
Dann gab es jetzt die letzte Woche die Umfrage im Leseklub von Alicia, Phil und mir. Und da sind ja immer Bücher, die wir auf dem Sub haben, zur Auswahl. Beziehungsweise haben wir uns dieses Mal eben auch für Weihnachtsbücher entschieden, um so ein bisschen einfach in Stimmung zu kommen, in Stimmung zu bleiben. Und gestern lief auf jeden Fall die Umfrage. Und das Ergebnis ist nun auf den ersten Blick. Und ich habe mir natürlich alles aufgeschrieben. Nur nicht der Herausgeber. Ich glaube, es gibt keinen Herausgeber, denn es ist eine Kurzgeschichtensammlung. Und es sind, soweit ich mitbekommen habe, 12 Kurzgeschichten, die sich dann natürlich sehr gut auf 10 Tage aufteilen lassen, damit wir so möglichst zu Weihnachten auch fertig sind. Also das wäre so das Ziel des Ganzen. Und die Kurzbeschreibung lese ich einfach mal kurz vor. Immer an Silvester sieht Max ihrem besten Freund Noel dabei zu, wie er ein anderes Mädchen um Mitternacht küsst. Doch dieses Jahr soll es anders ablaufen, beschließt sie. Der junge Shai dagegen wird bei einem Schneesturm eingeschneit und findet unverhofft seine große Liebe hinter der nächsten Wohnungstür. Nachdenklich, verspielt, lustig und überraschend anders. Die 12 Kurzgeschichten bestechen durch die verschiedenen humorvollen Schreibstile und bieten eine bunte Mischung aus realistischen und fantastischen Geschichten. Es ist also eine Kurzgeschichtensammlung, unter anderem von Holly Black, Rainbow Rowell, David Levithan, Stephanie Perkins und viel mehr und ist damit etwas ganz Einzigartiges, das uns hoffentlich das Warten auf Weihnachten versüßt. Die Einteilung wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch geschehen und es bleibt also auch noch genug Zeit, um sich das Buch dann zuzulegen, also ja im Grunde fast noch 2 Wochen. Oder es sind sogar noch 2 Wochen, um sich das Buch zuzulegen. Und dann haben wir wunderbar ein bisschen was über eine Woche bis Weihnachten, um in dieser Weihnachtsstimmung vielleicht zu kommen, wer es noch nicht ist, und in der einfach zu bleiben, der sie schon hat. Hat das jetzt Sinn ergeben? Ja. Ich freue mich sehr auf das Weihnachtsbuch. Ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es jetzt als E-Book lese oder mir tatsächlich das echte Buch hole. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Das ist sozusagen jetzt auch einer der Ausnahmebücher, die ich ja angekündigt habe für den Dezember, für das Kaufverbotsmonat, dass ich eben das Leseklubbuch auf jeden Fall mitlesen möchte, da ich mich sehr auf dieses Weihnachtsmotto gefreut habe. Und es ist nicht mein Subbuch, wie man jetzt unschwer erkennen kann, aber es klingt trotzdem toll. Ich mag Kurzgeschichten und mag das auch zu Weihnachten sehr und finde das einfach schön, dass man da so dann eintaucht in diese Geschichte, in diese Welt. Ja, was gab es diese Woche noch? Es gab am Dienstag den Steffi Talks with Autor Hangout mit der lieben Annika Bühnemann. Wir haben es tatsächlich geschafft, über 3 Stunden zu quatschen. Und wem 3 Stunden auf einmal zu viel sind, der teilt sich das halt einfach so ein, wie er es gerne hätte. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Die Pläne für das nächste Hangout am 13.12. laufen schon. Ich bin gerade in enger Abstimmung, was dann auch so das erste Zeigen und so, im Grunde, was das angeht. Und ihr dürft euch freuen, das wird auf jeden Fall in der nächsten Woche dann natürlich präsentiert. Noch ein bisschen muss die Spannung sozusagen aufgebaut werden. Ich freue mich sehr auf meinen Gast und ich hoffe, ihr seid am 13. dann auch dabei. Dazu aber natürlich mehr in der nächsten Bücherwoche. Dann gab es am Donnerstag ein Hangout bei Phil. Und zwar ging es ja da um unsere New Adult Lese-Challenge, die wir uns so gestellt haben mit uns, meine ich Phil, Susan von Waldschrat liest und mich, packe ich alle Kanäle, alles in die Infobox. Und wir haben da auch wunderbar 2 Stunden nur über Wait for You gesprochen, über unsere Gedanken zu New Adult, speziell zu diesem Buch. Und dann noch so eine Stunde mit Special Guest ein bisschen über andere Dinge geredet. Wer jetzt das Special Guest ist, da müsst ihr reinschalten und euch das natürlich angucken. Hat großen, großen Spaß gemacht. Überhaupt war dieser ganze Austausch wirklich wieder wunderbar. Ich finde es immer wieder toll, wie schön es ist, sich über ein Buch gemeinsam auszutauschen, egal ob es über Facebook passiert, über WhatsApp, ob man sich über Facebook schreibt. Also ich meine jetzt nicht in der Gruppe von Facebook, sondern über die Nachrichtenfunktion. Das wollte ich als Unterschied sozusagen anmerken und es macht einfach immer Spaß. Und wenn einfach sich ein paar Leute zusammenfinden und lesen und sich Gedanken über ein Buch machen. Weil man sieht eben manchmal Aspekte, die man selbst nicht erkannt hat, die man nicht selbst gesehen hat und man sieht es eben einfach durch die Augen von anderen. Jetzt bist du da oben, was nun? Ne? Jetzt kommst du nicht mehr runter. Ja, musst du dich ein bisschen schlank machen. Ja, entschuldigt, da lagen nur die Bücher gerade von mir, kam er nicht runter, aber jetzt ist er heil angekommen. Ja, von dem her, wer also bei Red Rising jetzt insbesondere Lust hat oder im Leseklub Lust hat, dabei zu sein,
der kann auf jeden Fall mal unten in die Infobox schauen. Und dann gibt es seit dem 1. Dezember, ja, da ist der BookTube Adventskalender gestartet. Die liebe Alicia hat das alles dieses Jahr organisiert und es sind schon einige Türchen natürlich aufgegangen. Und auch meins wird in der nächsten Woche aufgehen, da dürft ihr euch auch drauf freuen, denn es gibt da so ein paar weihnachtliche Buchtipps von mir. Freut euch da einfach jetzt auf den 8. Dezember, da kommt mein BookTube Adventskalender Beitrag. Und ja, da sind wir dann schon auch in der nächsten Woche. Nächste Woche wird es auf jeden Fall noch den Monatsrückblick geben. Ich denke dann am Dienstag. Bei mir gibt es ja keinen Büchermonat mehr im klassischen Sinne, sondern ich packe ja alles, was mich so ein bisschen bewegt hat in dem Monat, da rein, egal ob positiv oder negativ. Und ja, seid da einfach gespannt. Da muss ich mir tatsächlich noch ein paar Notizen machen. Ja, das ist dann mit Freireden immer ein bisschen schwerer, weil man will ja dann auch nichts vergessen. Und da muss ich mir meine Notizen in meinem Bullet Journal machen, was nach wie vor auch ein absolutes Highlight ist. Und ich liebe, da drin meine Termine zu planen, meine To-Do-Listen, meine Leselisten und keine Ahnung, was da drin alles steckt. Ja, meine Geschenklisten diesen Monat, aber dafür sind wir ja heute hier gar nicht hier. Ansonsten, glaube ich, gab es nichts Spannendes aus der Woche zu erzählen. Was mir tatsächlich sehr leid tut, ist, dass das mit Regensburg nicht so geklappt hat. Hätte mich gefreut, aber manchmal, ja, wie es halt das Leben so spielt, kann man das auch nur wunderbar planen und das groß in sein Bullet Journal eintragen, aber ja, kurzfristig kann halt trotzdem was dazwischen kommen und ja. Aber so konntet ihr heute schon die Bücherwoche genießen und ich wünsche euch jetzt auch einfach mal ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen, esst Plätzchen, trinkt Tee, kuschelt euch zu Hause ein. Es soll ja relativ schön werden mit Sonnenschein mancherorts und wunderbaren Weihnachtsmarktwetter. Und ich wünsche uns das allen und ich bin einfach ein Sonnenkind und mir tut so eine Sonne dann eben auch im Herbst, Winter unglaublich gut. Und vergesst nicht, eure Türchen im Adventskalender aufzumachen. Bei mir gibt es dieses Jahr einen Tee-Adventskalender, wie schon viele Jahre. Und auch ein bisschen Schoki ist natürlich dabei im Schoko-Adventskalender. Und das ist immer ein Genuss am Morgen und am Abend. Und lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Genießt die besinnliche Zeit. Habt einen schönen zweiten Advent. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.